Willkommen zurück, liebe Leute, bei der Rainbow High, wo alles getan wird, um nicht zu lernen. Ja, wir möchten für den Laufsteg leben, doch wir leben einfach nur ohne Laufsteg. Habe ich jetzt alle blöden Sprüche abgehakt am Anfang des Parts? Ich denke schon. Wir sollen in die Trophäenvitrine gucken, um herauszufinden, ob da etwas ganz Tolles ist, wo wir uns mal wieder entschuldigen können für. Naja gut, schauen wir mal. Wir schauen uns das mal. Hier bewahren Sie die Rainbow High Trophäen auf. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Synchronstimme von Skylar ist total gelangweilt irgendwie so. Warte. Hier bewahren Sie die Rainbow High Trophäen auf. Hier bewahren Sie die Rainbow High Trophäen auf. Das kann man ein bisschen enthusiastischer sagen. Hier bewahren Sie die Rainbow High Trophäen auf. Wow! Irgendwie so, oder? Das ist ein Kinderspiel, da muss man ein bisschen auf die Kacke hier hauen. Hier bewahren Sie die... Also öffnen sollte ich das. Abgeschlossen. Vielleicht. Ich muss den Schlüssel suchen. Wo könnte der sein? In der Schlüsselvitrine. Der liegt bestimmt wieder irgendwo ganz offensichtlich rum. So richtig schön versteckt. Hier unter dem Teppich liegt auch noch was irgendwie. Wobei... Hier oben darf ich nicht hin, ne? Das ist die falsche Richtung. Das ist die falsche Richtung. Woher willst du das wissen? Du suchst doch gerade eben nach einem Schlüssel. Wie kann man denn bitte schön, wenn man etwas sucht, sagen, dass das die falsche Richtung ist, um dort zu suchen? Du weißt ja nicht, wo es ist. Also du weißt... Ja, da lag der Schlüssel. Weißt du, damit keiner die Trophäen klaut, legen wir unseren Schlüssel auf das Paket drauf. Ich habe auch gerade noch ein Schild vorbereitet, das wir hier aufstellen. Achtung, Achtung, hier, geheimer Schlüssel. Ja, also dieses Spiel... Damit kann ich endlich den Trophäenschrank öffnen und sehen, was drin ist. Entschuldigung, ich möchte mich nicht so sehr über dieses Spiel lustig machen, aber es bietet mir einfach 50 Möglichkeiten. Oder ist ein Glasschrank. Ich sehe nicht, was drin ist, bevor ich nicht aufgemacht habe. Das ist ein Glasschrank. Wenn du dein Glas Wasser nimmst, siehst du das Wasser da drin auch nicht? Oh Gott. Ach, da sind Trophäen drin. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Hat eine davon was mit Jade zu tun? Hier sind nur verschiedene Trophäen. Das konnte sie vorher nicht sehen. Was ist das? Okay, irgendeine davon hat was mit Jade zu tun. Was ist das denn hier? Ach, sind das Jades Schuhe? Ein Foto eines Mädchens in einem Eiskunstlaufwettbewerb. Sie sieht so vertraut aus. Ich kann das auch noch drehen. Ich drehe das bis hinten. Ah, nee, da ist nichts drin. Okay. Ist das Jade? Jada Pinkett Smith? Oh mein Gott. Was macht sie da? Wo ist Will Smith? Die Trophäe eines Ligasiegers. Die sieht sogar ziemlich stylisch aus. Die würde ich mir auch irgendwo hinstellen. Von 2020. Kann ich auch noch drehen? Was steht hinten drauf? Nichts. Nö. Sieht aus wie die Trophäe einer Fußballmannschaft. Nein, Footballmannschaft. Das ist was ganz anderes. Liebe Übersetzer da draußen, und das meine ich jetzt sogar wirklich ernst, Football ist nicht die englische Bezeichnung für Fußball. Was man an dem Ball erkennen kann. Football ist was ganz anderes. Was in Amerika Fußball ist, ist Soccer. Und nicht Football. Jetzt irgendwie nicht richtig. Ich muss mich mal wieder richtig bequem hinsetzen. Dann kann ich wieder besser lästern über das Spiel. So, und da ist noch was. Oh, ein Einhornmedaillon. Oh, eine Goldmedaille. Auf ihr steht der Name Emerald McNabb. Ah, die hat einen Preis dafür gewonnen, dass sie ganz viele Nickerchen gemacht hat. Weißt du? Nab ist nämlich Englisch für Nickerchen. Emerald McNabb, deswegen wird sie auch so genannt. Die heißt eigentlich Gertrude Bierbaum. Und die heißt jetzt Emerald McNabb, weil sie so viele Nickerchen gemacht hat, dass sie einen Preis dafür gekriegt hat. Und ein Quarterback ist sie auch noch. Also sie hat halt, keine Ahnung. Die hat halt ein Quarter auf dem Rücken. Ein Viertel Dollar auf dem Rücken, weißt du? Noch eine Emerald McNabb Medaille. Wow, Miss Morton hatte recht. Ich wette, ich kann daraus ein Sporttrikot machen und es Jade schenken. Ein Sporttrikot? Aus allem? Designe es. Okay. Besondere Handlung. Benutze Stoff bewegen, um den Stoff nach oben und nach unten zu bewegen. Folge der Linie so genau wie möglich, um das Kleidungsstück perfekt zu nähen.
Ja gut, hoch runter drücken, das kriege ich hier noch hin. Aber hier könnte es jetzt echt ein bisschen präziser sein, ne? Beschleunigen geht sogar auch. Also das heißt, ihr könnt voll Gas geben. Aber ich würde es am Anfang ein kleines bisschen langsamer angehen lassen. Wer weiß, wie präzise das am Ende sein muss, ne? So. Jetzt kann ich... Ach so, wobei, jetzt hier, guck mal, kann ich beschleunigen. So, ein bisschen hoch machen, so. Übrigens... Ich drücke gerade runter und dann geht das hoch. So, jetzt drücke ich hoch. Ja, ich hasse diese Steuerungs... Ist es nicht diese invertierte Steuerung? Ach, keine Ahnung, wie das immer heißt. Auf jeden Fall, diese Steuerungsart, wenn du hoch drückst und das Bild geht runter. Ich mag sowas gar nicht. Aber gut, das, da muss man sich dran gewöhnen, das geht alles. So, mal B drücken. Also B sollte man auf jeden Fall gedrückt halten, weil sonst geht's ewig. Ich war... am Anfang ein bisschen übervorsichtig, dass ich gesagt habe, nee, wir lassen B mal weg, aber guck mal, die Linie ist auf jeden Fall groß genug. Da kann ich noch groß Fehler machen. Also das sollte jetzt nicht das Problem sein. Yeah, und los geht's! Oh, siehst du, falsch gedrückt. Oh, Alter, guck mal, oh. Jetzt willst Toffi aber wirklich wissen. Aber ich kann's halt, weißt du? Ich bin der geborene Nähmeister. Nennt mich McNäh. Toffi McNäh. Weil ich so gut nähen kann. Warum muss man immer Mac vorne dran packen und dann hört sich das alles gut an? Ich bin mir sicher, dass Jade dieses Trikot gefallen würde. Ja, auf jeden Fall. Das habe ich ja auch gemacht. Geben wir es ihr. Ich glaube, sie ist im Atrium. Woher weißt du das? Ist sie da immer? Okay, ab ins Atrium. Wir lassen natürlich die Vitrine mit den Trophäen lassen wir offen. Den Schlüssel schmeißen wir irgendwo auf den Boden. Ist ja genauso gut verstaut wie alle auf irgendeiner Kiste drauf. Damit sich jeder bedienen kann. So, wir müssen zum Atrium. Moment, ich muss mal kurz auf die Karte schauen. Auf die Karte schauen. Ach, die ist hier. Das ist das Atrium. Ach, das ist Jade. Bist du Jada Pinkett Smith? Nee, das ist Brianna. Brianna, du geile Sau, geboren, um Liebe zu geben. Hallo, Sky. Ist aber ganz schön happy. Da brauchen wir uns gar nicht entschuldigen. Ich habe das hier für dich gemacht. Sky, das ist richtig cool. Aber du hättest nichts. Ich weiß, aber ich bin so toll. Ich wollte nur sehen, ob es dir gut geht und sagen, dass es mir leid tut. Wir haben alle überreagiert und es tut mir auch leid. Ich hoffe, die Mädels hassen mich nicht dafür. Ich muss nicht weinen, Leute. Es ist nicht so rührselig. Meine Kontaktlinse nervt mich gerade. Doch, ich muss eigentlich weinen. Ich will so tun, als wäre es nicht so. Natürlich nicht. Wir sind uns einig, dass es nur ein blöder Streit war. Diese Gesichter. Mir ist gerade eine Idee gekommen. Ach ja? Welche denn? Ich könnte zum Runway Classroom gehen und versuchen, aus all unseren Ideen etwas Neues zu erschaffen. Jade, das wäre ja großartig. Das wäre toll, dass wir endlich mal eine Idee umsetzen, anstatt uns einfach nur irgendwie mit irgendeinem komischen Entschuldigen beschäftigen. Lass uns die Moodboards holen und versuchen, unsere Ideen zu verwirklichen. Lass uns? Mit wem redet sie? Zum Runway Classroom. Zum Runway Classroom. Aber sowas von. Gucken wir erstmal an die Decke. Okay, wo müssen wir hin? Erstmal raus. Runter und raus. Also runter und dann rechts rum. Also darum und dann rechts rum. Oh, da liegt noch was. Ich muss mich endlich mal umziehen in diesem Spiel. Ich sammle hier so viele Sachen und kann mich nicht umziehen. Lernen tun wir sowieso nicht. Vielleicht sind wir zu hässlich zum Lernen. Deswegen kann man hier so schöne Sachen einsammeln. Vielleicht muss ich mir einfach... Ist das das hier? Nee. Ich sollte die Tür vorsichtshalber nicht öffnen. Okay, alles klar. Vielleicht sind wir wirklich zu hässlich, um unterrichtet zu werden. Deswegen kriegen wir die ganze Zeit Klamotten vorgesetzt und sagt, mach dich mal hübsch. Dann unterrichte ich dich vielleicht auch. Da sind sie ja. Nehmen wir uns alle Moodboards. So. Damit die anderen nichts kriegen, nehmen wir uns alle Moodboards. Ich weiß gar nicht, was ein Moodboard ist, aber ich werde es schon irgendwie finden. Ist das das da? Ah, hier. Da wieder Hairspray. Hab ich genau gesehen. Wow,
Poppy hat wirklich gute Musikideen. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass es in England ein geläufiger Name ist für ein Mädchen, Poppy. Das gehört mir. Wie seriös bist du denn? Ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Hoffentlich gefällt es den Mädels. Bestimmt, Jade. Da noch was? Ganz ehrlich, seriöse Geschäftsfrau, weißt du? Du wirst dann irgendwie, keine Ahnung, Kongressabgeordnete Poppy. Das klingt doch komisch. Das hört sich beim Baby süß an. Oh, so die süße kleine Poppy. Oder als Prostituierte kommst du da bitte vielleicht auch irgendwie durch, ne? Zumindest im deutschen Bereich. Poppy, das klingt halt irgendwie so, ne? Das meine ich jetzt sogar wirklich ernst. Das ist mir noch nicht mal als Witz gemeint. Aber im Englischen ist das ja ein seriöser Name anscheinend. Und dann bist du Kongressabgeordnete Poppy? Wie heißt du da mit Nachnamen? Beetledaus? Poppy Beetledaus. Die neue Kongressabgeordnete könnte demnächst auch UN-Generalsekretärin werden. Das klingt irgendwie falsch. Na, sieh mal einer an. Ruby rockt. Na, sieh mal einer an. Ruby rockt. Diese Synchronstimme, ne? Ich will selber im Synchronbereich irgendwann mal landen, wenn es irgendwie möglich wäre. Aber es ist teilweise ein bisschen Enthusiasmus leer. Design. Skylar ist immer so cool. So cool, ja. Und Toffi auch. Diese Idee für die Bildschirmanimation ist genial. Toll gemacht, Sunny. Sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny. Ach nur, das ist nicht unten tot. Ich habe gedacht, es liegt auf dem Boden. Das ist so hässlich, dass jemand auf den Boden geschmissen hat. Dabei sieht es doch gar nicht so hässlich aus. Gut gemacht, Vi. Das ist großartig. Wahnsinn. Ich sollte das ganze Moodboard auf das Whiteboard da drüben packen, um die Gesamtidee zu sehen. Okay, dann machen wir das. Haben die anderen hier eigentlich auch was zu melden? Oder sind wir hier die Musterschülerinnen, die irgendwie hier nur die ganze Zeit alles machen müssen? So, und jetzt muss ich da das Beste rausziehen, oder was? Das wäre auf jeden Fall mal interessant. Warte mal. Ich finde, das ist eine ziemlich gute Idee. Was denn? Das eine? Wenn wir doch nur einander zugehört hätten. Ah! Oh nein! Ist jemand gestorben? Avery? Avery ist tot! Vielleicht sollte ich ihr hinterhergehen und sehen, ob es ihr gut geht. Oh mein Gott, Avery! Was ist mit dir? Jetzt kommt die Spannung rein. Jetzt würde ich voll gerne einen Cliffhanger machen, aber der Part ist noch nicht vorbei. Avery! Was ist los? Du hast vergessen, dich zu schminken. Avery! Du hast aus Versehen etwas getragen, was nicht den aktuellen Modetrends entspricht. Avery! Wo ist sie denn? Ah, ich muss das Ding und dann... Ja, siehst du, sie ist im Dressing Room, Leute. Das bedeutet, sie hat wirklich das falsche Outfit an. Ja, dann darf man auch nicht auf die Schule, weißt du? Dann wirst du sofort nach Hause geschickt. Andere Leute in anderen Schulen vergessen ihren Turnbeutel, dann dürfen sie nicht ins Sportunterricht und werden nach Hause geschickt. Hier vergisst du deinen Eyeliner. Avery's Studio. Hier vergisst du deinen Eyeliner und wirst sofort nach Hause geschickt. Also das kann ja wohl nicht sein. Guck mal, wie deine Augen aussehen. Nackt, wie Gott sie schuf. Das ist ja widerlich. Geh nach Hause. Bah! Ich bin übrigens nicht religiös, wenn ich sowas wie sage, wie Gott sie schuf oder sowas. Das ist einfach von früher so ein bisschen. Meine Oma hat mich Avery, jetzt umgezogen. Geht es dir gut? Oh, Jade, es tut mir so leid. Was ist los? Ich habe eine Creative Challenge gearbeitet und plötzlich ist der Glitzerkleber explodiert. Was? Das ist ja fatal. Da glitzert ja jetzt gar nichts mehr. Sieh dich an. Mein Gesicht und meine Kleider sind ruiniert. Das ist alles? Das ist alles? Komm, lass uns zu Pimki. Warum lachst du? Entschuldigung, aber es klingt halt so doof. Ich meine, wenn das einzige Problem ist, können wir zum Friseursalon gehen. Ich bringe es in Ordnung. Wirklich? Was glaubst du, mit wem du redest? Ich bin Profi, Avery. Auf zum Friseursalon. Aber die Klamotten kann ich dadurch jetzt auch nicht verbessern, oder?
So, gibt es hier noch irgendwas, was ich klauen bzw. ausleihen darf? Hier hinten zum Beispiel. Das ist hier. Schuhe. Ja eben, vielleicht können wir auch endlich mal was von den Sachen, die wir hier genommen haben, auch für sie dann geben. Weil sie hat ja eh ihre Klamotten versaut. Dann können wir ihr eben diese Klamotten dann eben übergeben. Und dann hat sie neue, nicht glitzernde Klamotten. Was ich gar nicht verstehen kann. Ich meine, lass sie doch glitzern. Vielleicht ein neuer Stil. Vielleicht ist sie eine Trendsetterin, von der sie gar nichts weiß, dass sie das ist. Also ich würde ihr die Chance geben. Der Friseursalon ist im Zimmer nebenan. Avery sollte dort warten. Avery sollte dort warten, ja, wenn sie das mal sollte. Das musst du ihr doch sagen. Sie hat gesagt, wir müssen Friseur, aber ich kann ja irgendein Friseur sein. Also, bei den Mädels würde ich sogar vermuten, dass sie zum Star-Friseur gehen. Da ist sie ja. Als erstes sollten wir eine Farbpalette aussuchen, die für sie geeignet ist. Weiß. So. Eine Farbpalette. Wo finde ich die? Ah, am PC. Ich mag diese Farbpalette sehr. Ach, das sieht aus wie ein Laptop. Drin. Aber ich glaube nicht, dass Avery das gefallen würde. Kein Grün? Aber ich bin doch... Also, ich sehe aus wie... Als hätte Grün mich ausgespuckt, aber... Offensichtlich ist das nicht für andere geeignet. Du musst aber auch das richtige, also den richtigen Teint dafür haben, um grün zu tragen, weil so blasse Menschen wie ich, bei denen sieht grün halt, dadurch wirkt man halt noch blasser, glaube ich, ne? Perfekt. Lila und Glitzer. Das ist alles, was ich brauche. Willst du mich verarschen? Die hat doch gerade gesagt, sie will kein Glitzer in ihre Haare haben. Ach, jetzt verstehe ich das. Die will die sabotieren. Das ist ja eine Konkurrenz. Die arbeitet ja an einem anderen Ding wahrscheinlich, oder? Die will die sabotieren. Die will ihr jetzt noch eine Tonne Glitzer in die Haare machen oder sowas. Somit, dass das Glitzer irgendwie, keine Ahnung, ihre Haare total verklebt und sie total abgelenkt ist und so. Und jedes Mal, wenn sie die Haare umherwirft, haut sie sich aus Versehen mit den geklebten Haaren irgendwie ins Gesicht oder so, kriegt dann blaue Flecken, muss nach Hause geschickt werden, weil sie krank aussieht und so und kann dann nicht mehr in die Schule mitarbeiten an dem Projekt. Die Challenge ist unsere. Ich glaube, das ist echt sinnvoll. So, aber ich muss noch eine Farbpalette angucken, um sicher zu gehen, dass da kein Glitzer drin ist. Ach, da vorne die dann. Ich glaube, es ist kaputt. Ups. Ich denke, es ist klar, welches die beste Option für Avery ist. Ja, das Kaputte, ne? Ja, ich hab's verstanden. Wir nehmen Glitzer. Ich verstehe das nicht. Dieses Spiel ist komisch. Diese Farbpalette ist sowas von Avery. Ja, was sowas von? Steht sogar drauf. So, ich jetzt Makeover machen. Ich darf sie anmalen. Drücke, platziere das Make-up zur richtigen Zeit, um die Collage fertigzustellen. Also ich muss einfach nur B drücken. Platziere das Make-up. Zum richtigen Zeitpunkt. Moment. Ach so. So. Das sieht ein bisschen übermäßig geschminkt aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Also willst du das wirklich machen? Ist das hübsch? Nee, es war offensichtlich nicht hübsch. Deswegen müssen wir sie jetzt nochmal schminken. Oh. Entschuldigung. Das finde ich gerade... Warte mal. Ich probiere mal was. Es tut mir leid, ich finde das gut. Ich wollte das kurz mal testen. Das ist so gut. Also ich fand das toll. Also so sollte jede Frau aussehen, meiner Meinung nach. So. Ja, ein bisschen extravagant. Man muss ja nicht immer so 0815 rumlaufen. Das ist doch viel zu stark geschminkt. Und die Augen sind viel zu passend positioniert. Das muss nicht sein. Aber das geht ganz schön schnell teilweise, ne? Also man muss wirklich rechtzeitig drücken. Also beim ersten Mal, das erste Mal, als ich aus Versehen, also wo ich das Hässliche gemacht habe, das erste Auge war, ne, der Mund war das. Der war wirklich aus Versehen da unten platziert. Wo es gar nicht hin sollte. Also von dem her, solltest du nicht unterschätzen. Wow, Jade. Das ist ja unglaublich. Unglaublich viel Schminke, ich weiß. Du wirst die Creative Challenge garantiert meistern. Nein, werde ich nicht.
Zumindest nicht, bis alles zwischen uns geklärt ist. Ah, ich glaube, wir müssen uns noch irgendwo entschuldigen, oder? Wir haben uns gestritten. Und jetzt reden wir kaum noch miteinander. Ich verstehe schon. Aber weißt du was? Die beste Art, sich zu vertragen, ist, miteinander zu reden. Dafür kann ich euch die Schlüssel zu meinem Studio überlassen. Das würdest du für uns tun? Natürlich. Lass mich nur machen. Geh du dahin und ich rufe alle zusammen. Ah, super. Denn jeder weiß ja, reden kann man nur in einem abgeschlossenen Raum, der irgendjemand anderem gehört. Ist ja nicht so, als ob wir eigentlich schon die ganze Zeit miteinander geredet hätten, als wir uns die 50 Entschuldigungen an die Ohren geklatscht haben und irgendwelche Sachen geschenkt haben. Reden müssen wir in einem Raum, der erst von einer anderen Person aufgeschlossen wird. Das ist natürlich ganz klar. Sonst hätten wir das ja gar nicht machen können. Jedes Mal, wenn ich vor einer anderen stehe, mache ich... Da fehlt dir halt der Raum, weißt du? Ich sag ja, ich möchte mich nicht so über dieses Spiel lustig machen, aber es ist halt so unrealistisch. Und das mit dem Glitzer war ja auch wirklich nur so eine Sache. Gut, ja. Ich kann verstehen, dass man nicht so viel Glitzer ins Gesicht haben möchte, aber dann ein Makeover zu machen mit Glitzer ist vielleicht nicht unbedingt gerade die feine englische Art. So, wir gehen jetzt wieder hier hin und jetzt endlich sind wir dann hoffentlich mit all unseren Entschuldigungen durch. Das ist die falsche Richtung. Was? Ist doch nicht der? Ich habe mich um einen Raum vertan, Entschuldigung. Ja, da war ja fast richtig. So, jetzt. Mädels, jetzt wird geschafft. Hallo Mädels, ist alles wieder okay? Natürlich. Fröhliches Emoji. Fröhliches Emoji. Es stand übrigens in den Kommentaren, dass sie vermisst wird, die Sunny. Mädels, das tut mir alles so leid und... Es ist alles gut, Vi. Es tut uns allen leid. Nichts für ungut, okay? Oh, ich habe auch schon weggedrückt. Ich will den Text immer schneller einlaufen lassen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, der Text braucht mal länger als der Voice. Aber gut, vielleicht war das auch nur meine falsche Interpretierung. Quest auswählen, Spielablauf. Du kannst nun zwischen mehreren Quests wählen. Endlich geht das Spiel los! Sprich mit Figuren mit einer Ausrufezeichenmarkierung über den Kopf, um die Quest zu beginnen. Vergiss nicht, sie alle zu erledigen, um voranzukommen. Einige von ihnen erfordern sogar Hilfe eines ganz bestimmten Mädchens. Boah, das ist ja voll krank. Voll die krasse Open World hier. Nee, ohne Witz jetzt. Jetzt geht das Spiel erst richtig los. Okay, alles klar. Ausrufezeichen. Guck mal hier. Hier können wir jetzt eine Quest mit ihr machen. Bitte seid da. Bitte seid da. Ja, ich bin doch hinter dir. Ist alles okay, Brianna? Oh, hi. Eigentlich ist nicht alles okay. Was ist passiert? Ich kann meine Lieblingshalskette nicht finden. Ich glaube, ich habe sie verloren. Ja, du kriegst eine 6 in Mathe, ne? Das ist hier so. Wo warst du in den letzten 2 Stunden? Wann hast du sie zuletzt gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß, dass ich hier im Atrium und im Backstage-Bereich war und ein paar Kisten getragen habe. Da muss sie sein. Ganz sicher. Ich kann dir bei der Suche helfen, wenn du willst. Oh, das ist aber nett von dir. Würdest du im Backstage-Bereich nachsehen? Ich suche hier drüben weiter. Nur für den Fall. Ja klar, dann helfe ich natürlich. Klar. Ich sage dir Bescheid, wenn ich was finde. Okay, wir gehen zum Backstage-Bereich. Dadurch und dann... Oh, da waren wir noch gar nicht, ne? Das ist ein ganz neuer Bereich. Okay, da freue ich mich sogar drauf. Leute, jetzt geht das Spiel erst richtig los. Ich weiß nicht ganz genau, was wir hier noch alles machen werden. Wir lernen immer noch nichts, ne? Aber auf dem Laufsteg sind wir auch noch nicht. Aber keine Sorge, jetzt geht trotzdem erstmal der Punk ab. Da wären wir. Sehen wir mal, was wir hier finden. Ich glaube, Brianna hat gesagt, sie hätte ein paar Kisten umgeräumt. Vielleicht ist die Halskette in der Nähe der Kisten da vorn. Es sind ein paar Leute hier. Zur Not kann ich sie ja fragen, ob sie eine Halskette auf dem Boden gesehen haben. Zur Not. Oder ich... Ah, nee, Quatsch, dann waren wir doch schon hier. Ups, dann habe ich das verwechselt, den Backstage-Bereich mit einem anderen Raum. Guck mal, ich habe eine Halskette gefunden. Steht da Boss drauf? Also für den Fall, dass sie jetzt damit nicht angeben möchte, Klasse. Ist misslungen. Jetzt sollte ich besser die Kette finden. Hä? Das ist nicht die Kette? Ach, das ist nur der Anhänger dazu, oder was? Da
Da sollte ich nicht hingehen. Warum nicht? Da kann doch die Heldkette sein. Das war nur der Anhänger, oder wie? Nee, da ist keine Kette. Ach, da oben. Auf dem Ding drauf. Wie kann man denn beides so auseinander verlieren? Ach, zum Glück, ich habe auch die Kette gefunden. Sie ist ganz zerrissen. Ich kann das Brianna so nicht geben. Nein. Natürlich das nicht. Das ist es. Daphne kann mir sicher helfen. Ihr Fachgebiet ist Accessoire-Design. Ich glaube, sie sagte, sie würde den ganzen Tag im Studio Nummer 2 an einem Projekt arbeiten. Gehen wir hin. Ab ins Studio Nummer 2. Studio 54. Die kenne ich noch. Damals, als ich noch jung war. Der Part ist schon wieder vorbei, Leute. Sollen wir einen Plot-Twist draus machen? Sollen wir das nächste Mal rausfinden, ob wir die Kette reparieren können oder nicht? Beziehungsweise, ich würde auch gerne die Mädels wechseln. Oh, warte mal, da oben ist ja auch Dings hier. Das heißt, man kann auch ein Make-up machen hier, ne? Habe ich gerade gesehen. Aber ich weiß nicht, wie das geht. Oh. Stimmt, so ging das noch mit den... Mit den Anzeigen, dass man... wo man hin muss und so weiter und so fort. So, ja, das ist jetzt aber alles irrelevant, denn der Part ist jetzt wieder vorbei. Denkt an Kommentare und Bewertungen, wenn es euch gefallen hat, dass das Spiel jetzt endlich richtig losgeht mit richtig krassen Quests. Wo ist die Kette, als nächstes kommt? Wo ist mein linkes Haar rechts außen gewesen? Das habe ich verloren. Und ganz viele andere Quests. Wir müssen auch diesem Herrn da helfen, ein Getränk aus dem Automaten zu fischen, das gut für seine Leber ist. All diese spannenden Quests warten auf uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.